method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. While we the metaphors, we over minds, they back. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht es mal um ein Gen-Jutsu, worüber ich mal reden kann. Nämlich ein Gen-Jutsu, was von Tobirama, beziehungsweise eher Hashirama kommt. Warum das so komisch formuliert ist gerade, dazu werde ich gleich kommen. Und das ist halt das Goku-Angyo no Jutsu. Was so viel heißt wie, ja, Dunkelheit bringendes Gen-Jutsu oder sowas. Ein Gen-Jutsu, was halt einfach Dunkelheit bringt, wenn man so grob formulieren will. Und auf das Jutsu bin ich gestoßen, einzig wieder durch den Manga geblättert bin, nämlich durch den 5. Massivband halt, weil damit gehe ich ja Classic wieder im Manga durch, weil ich hatte das früher halt nur im Anime geschaut. Und deswegen danke an der Stelle an Kalzen, die mir das wieder zur Verfügung gestellt haben, dem 5. Massivband, weil das ist interessant, das alles einfach nochmal im Manga durchzuschauen. Da geht es hauptsächlich um den Kampf zwischen Gaara und Naruto und den Kampf zwischen Hirozen und Orochimaru. Deswegen kann ich euch das an den Herzen legen, weil da sind viele interessante Sachen dabei, auch wie alles dann unzensiert ist und so, weil wenn man nur die Manga-Fassung, die Anime-Fassung kennt, dann ist die Manga-Fassung auf jeden Fall um einiges brutaler und überraschender, sag ich einfach mal. Aber ja, der Link dazu ist ganz oben in der Beschreibung drin, deswegen, ja, wäre nett, wenn ihr da vorbeischaut. Danke an der Stelle nochmal an Carlsen, dass sie mir das ermöglichen, dass sie mir das zur Verfügung stellen und ich somit auf weitere Videoideen komme, wie hier dieses. Weil die Sache ist, die dieses Genius, auf ich zu sprechen kommen wollte, im Anime hatte das Tobirama gegen Hirozen eingesetzt. Das war im Kampf zwischen Orochimaru und Hirozen. Der hatte ja die ersten beiden Hokage wiederbelebt, also Hashirama und Tobirama. Und Tobirama hatte im Manga dieses Genjutsu aktiviert gegen Hirozen, so, wodurch Hirozen nur noch schwarz sehen konnte und generell alles in der Umgebung komplett schwarz war. Er konnte gar nichts mehr sehen und er konnte sich auch nicht aus dem Genjutsu lösen, was auch nochmal eine Sache ist, worauf ich gleich kommen werde. Allerdings war es im Manga etwas anders, nämlich da hat es Hashirama angewendet, was mich komplett weggeflasht hatte, weil ich habe nicht erwartet, dass Hashirama Genjutsus drauf hat oder so, weil... I don't know, irgendwie Hashirama, man verbindet das irgendwie viel mehr so mit einem Naruto-mäßigen Charakter und Naruto Genjutsus, ja, geht nicht so, passt nicht so ganz. Aber trotzdem hatte Hashirama anscheinend so ein Genjutsu drauf, was mich halt wie gesagt komplett weggeflasht hatte. Und dieses Genjutsu ist halt alles andere als schwach so. Vor allem die Vorstellung, wie Hashirama vielleicht in der Vergangenheit ein Genjutsu gegen die Uchihas benutzt hatte im Krieg, finde ich irgendwie schon witzig. Wir wissen nicht, ob das so war, aber... Allein diese Vorstellung ist irgendwie geil, dass ein Genjutsu gegen die Uchihas angewendet wurde, was vielleicht sogar geklappt haben könnte, weil es Hashirama ist. Aber gut, kommen wir erstmal dazu zu sprechen, warum ich das so krass und so erwähnenswert finde. Erstens, weil überhaupt Hashirama und ein Genjutsu, das hat mich wie gesagt übel weggeflasht und deswegen wollte ich das mal erstmal wieder in den Köpfen hochbringen. Aber zweitens, wie stark das Genjutsu eigentlich ist. Hirozen war als, Professor der Shinobi, sage ich mal, mehr oder weniger bekannt, auch als Gott der Shinobi irgendwo, aber er war halt als Professor bekannt, der auch alle Jutsus aus Konoha kannte, so, und er hat auch nicht den Anschein gemacht, dass er dieses Genjutsu nicht kannte, er war nicht davon überrascht, dass das irgendwie kommt oder sowas, und hat sich jetzt eher ruhig benommen, sage ich mal, also es kam nicht so rüber, als ob es ihm fremd war, sagen wir so. Was schon mal heißt, dass er das Genjutsu wahrscheinlich auch kannte, weil Hashirama, mit dem hatte er auch früher zu tun, so. Vielleicht kannte er das davon dann noch. Und wenn Tobirama es wirklich kann, kann er es auch von ihm kennen, weil Tobirama ja der Sensei irgendwo war. Aber ja, dieses Genjutsu, Hirozen kam da nicht raus. Hirozen konnte sich nicht aus diesem Genjutsu befreien, irgendwie. Er war die ganze Zeit da drin, er hatte Zeit, sich daraus zu befreien, er wurde sogar verletzt und alles, aber er kam nicht aus dem Genjutsu raus. Es wurde die ganze Zeit schwarz, bis er Hashirama mit den Shikifujin getroffen hatte, um ihn die Seele zu absorbieren. Erst dann ging halt diese Schwarze weg und dann konnte er es wieder sehen, weil es ist wirklich stockdunkel, man sieht gar nichts. Das ganze Augenlicht sozusagen ist komplett weg. Du bist nur auf deine anderen Sinne verlassen, sag ich mal, und kannst nichts mehr sehen. Das ist zum Beispiel wie das Jutsu, was Kabuto gegen Itachi und Sasuke benutzt hatte im Krieg. Da hatte Kabuto ja so eine leuchtende Kugel da rausgeholt, die halt so hell war, dass man nichts mehr sehen konnte, dass man da irgendwie blind wird irgendwie. Allerdings finde ich, glaube ich, dass dieses Genjutsu hier noch um einiges krasser ist, weil einfach wirklich gar nichts sehen zu können, einfach komplett schwarz, so. Weil am Ende haben es ja Itachi und Sasuke doch irgendwo geschafft, dann noch danach zu sehen, aber da, das geht halt einfach gar nicht, bis du deinen Inhalt erledigt hast oder einfach keine Ahnung was. Was wir aber dann noch bedenken müssen,
Hashirama war dann nicht mal ansatzweise bei seiner richtigen Stärke, weil das mitunter das erste Mal war, dass Orochimaru da das Edo Tensei benutzt hatte. Und da war es noch lange nicht so perfektioniert, wie er es heutzutage könnte. Und deswegen waren die Hokage auch schwächer, als sie normalerweise sein sollten. Also sie waren nicht ansatzweise bei ihrer vollen Stärke. Und selbst da kam Hiruzen dann nicht raus. Und die Vorstellung, wir wissen, wie stark ein fucking Hashirama ist, wie krass wäre dann das Genjutsu auf seiner vollen Stärke, wenn er wirklich volle Kraft hätte. Oh Gott. Man merkt, glaube ich, dass ich komplett flash davon bin und null drauf klarkomme. Vor allem, dass halt einfach Hashirama sowas drauf hat. Hätte ich den Manga nicht gelesen, wäre ich niemals drauf gekommen und keine Ahnung, das flasht mich so hart. Ich werde nur oben rechts eine Umfrage machen, ob ihr davon wusstet oder nicht, ob ihr jetzt auch davon irgendwie geflasht seid oder so, weil, wie gesagt, ich wusste davon gar nichts, weil ich halt nur den Anime geschaut hatte und mich würde es wundern, wenn irgendwie jeder von euch das wusste, weil ich würde mich damit irgendwie dumm fühlen. Aber ja, einfach aus Interesse. Schreibt hier, votet einfach mal oben rechts, also, ob ihr das wusstet oder nicht. Aber ja, darüber wollte ich einfach reden, das wieder in Änderung reinbringen, weil Genjutsus werden jetzt eh wieder eine größere Rolle spielen, vor allem, weil wir jetzt gerade im Mirai-Arc sind im Boruto-Anime und Mirai ist ja generell mehr auf Genjutsus auch noch fokussiert. Deswegen werden wir damit noch mehr sehen, vor allem in Zukunft noch, da wird was richtig Schönes in Mirai kommen, seid da einfach Hype drauf, wenn ihr davon noch nichts wisst. Und ja, einfach so ein Genjutsu in den Kopf zu bekommen, vielleicht wird das in Zukunft wieder jemand einsetzen können oder so, aber einfach, dass man das im Hinterkopf hat, dass sowas existiert, was so krass ist eigentlich so. Ich bin einfach komplett flash davon und I don't know, irgendwie ist es krass. Es ist einfach krass irgendwie. Deswegen würde es mich wirklich tierisch interessieren, was ihr irgendwie davon denkt, so von den Genjutsu, was eure Meinung dazu ist und generell einfach eure Gedanken zu dem ganzen Genjutsu-Zeug von Hashirama hier einfach in die Kommentare rein, weil, wie gesagt, mich interessiert es auf Doom, ich bin komplett flashed und vielleicht seid ihr jetzt auch, schreibt einfach alles in die Kommentare rein. Dann war es das mit dem Video an der Stelle auch schon. Das war alles, was ich darüber sagen wollte, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Deswegen beende ich das Video hier an der Stelle und ich verabschiede mich auf Wiedersehen.